Hi Leute und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Let's Play WoW mit unseren Allianz-Paladinen. Ne? Oh, musste ich gerade überlegen, mit was wir überhaupt spielen. So, wir waren in der letzten Folge, haben wir uns das Handfernrohr geholt. Die Aufgabe geben wir nochmal schnell ab hier. Das ist im Haus, da müssen wir da nochmal rein. Glaube ich zu der Annie Boone oder wie sie sich auch immer nennt. Das ist da oben, genau. Da gehen wir die Aufgabe auch noch ab. Und dann haben wir immer noch so viele Aufgaben hier in dem Land abzugeben. Ich weiß gar nicht, warum wir das alles machen sollen. Ihr seht das, jede Menge. Braucht ihr etwas? So, was nehmen wir denn mal mit? Schmuck haben wir sowieso unseren. Ist egal, was wir nehmen. Nehmen wir das hier mit. Sehr schön, 18.000 Erfahrungspunkte. Wir könnten uns ja mal, spaßeshalber, es ist doch gerade das Brau-Event. Wo ist es denn? Da könnten wir uns auch einmal anmelden, oder? Was meint ihr? Ich weiß zwar nicht, was ich da machen muss mehr. Schon so lange her, aber wir können es ja einfach mal angucken. So. Jetzt müssen wir auf das Schiff, was hier die ganze Zeit in Kreis fährt. Das suchen wir mal. Das haben wir letztes Mal schon gesucht. Was ist das da hinten? Nee, das ist ja das, was feststeht, oder? Genau. Hier ist es. Genau, das müsste es sein. Genau, hier kommt das Fragezeichen an. Das gute Geisterschiff. So, Kapitän. Und Schatzwanderung. Genau, dann wollen wir da mal hin. Ja, da gehen wir mal kurz rein. Ich hack hier fest, ey. Was ist denn hier los? Im Netz verhakt. So. Zu Dungeon Port. Dann machen wir das mal schnell. Ich glaube, das war hier einfach nur rein in, genau. Hallo. Fort mit euch. So, zack, das war's glaube ich auch dann schon, wenn der besiegt wurde. Hier habe ich glaube ich mein Braufest so ein Reitmount damals bekommen. Wie heißt das? So ein, weiß ich gar nicht. Hey, warum habe ich denn keinen Akku? Komm her, ja. Zack, komm her, ja. Können wir die stunnen? Können wir nicht. Diese Lache dieser Zwerge, die ist immer auch so geil. So. Ja, ist ja gut. So, dann heilen wir uns mal kurz. So. Zack. Können wir denn hier mit mal auch was trinken? Jetzt tötet ihn noch mal. Jetzt bin ich auch noch übernommen. Betäubt. Wo ist er denn? Da ist er ja. Zack. Heilen wir uns mal kurz. Sehr schön. Und was gibt's Schönes? Ein Schmuckstück. Annehmen. Zur Eisenschmiede. Okay. Danke, dass wir mitmachen durften. Wir sind wieder weg. So. Genau. Wir wollten jetzt hierhin fliegen. Da oben müssen wir auch noch zwei Aufgaben abgeben. Da hinten. Mal gucken, wo wir uns als nächstes hinschlagen werden. Oder ob wir... Können wir eigentlich schon ins nächste Land, glaube ich nicht. Ja, doch, da haben wir ein paar Aufgaben. Aber wir machen noch ein bisschen in dem Land hier weiter, bevor wir die Grizzly-Hügel... Ah, das wird auch noch interessant. Das ist auch schon ewig her, dass ich in denen gelevelt habe. Es hat immer eigentlich gereicht, nur denn vorne die ersten paar zu machen. Da war man schon fast immer durch. Und liegt der denn so krumm und schief? Bin ich noch betrunken?
Kann natürlich auch sein. So, und was soll ich hier? Ach, da vorne. Na komm her hier. Ah, Mist, ich habe das immer noch falsch rum eingestellt, ne? Und besiegt. Das ist zu weit entfernt. Dann nehmen wir das mit. Und zack. So. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, jetzt greift uns auch an. Ja, ich muss mal gucken, ob ich in den Aufnahmen höre. Unsere Nachbarn ziehen gerade ein. Ob man das ganze Geknacke und Geräusche hat, aber glaube ich nicht. So empfindlich ist das Mikro nicht. So, zack. Sehr schön. Und dann können wir wieder die Aufgabe da abgeben. Genau. Fliegen wir wieder mal zu dem Piratennest hin. Und geben wir die Aufgabe ab. Ja, ich habe jetzt so eingependelt, dass ihr habt es ja gemerkt, Paladin kommt immer mittwochs, weil Paladin kommt nur eine Folge, es kommt zwei Folgen LS17 und vielleicht wird sich das im Laufe in November doch ändern, weil ich würde gern doch das Let's Play des Jägers in Rest als Livestream machen, aber das weiß ich noch nicht, oder wir lassen das glaube ich einfach jetzt alles als Let's Play, da muss ich mir noch mal ein paar Köpfe machen, ein paar Gedanken machen, weil ich doch so einiges bisschen umstellen wollte. Geht in Frieden. So, schön, habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Haben wir jetzt weiter keine. So, dann können wir mal nach da oben fliegen. Mal gucken mal, was es da so Schönes gibt. Da können wir mal Autopilot anscheinend. Oh, ich dachte, ich wollte was trinken, aber ich habe hier nichts mehr. Oh, hier ist noch so ein Schlückchen drin. Brust. Selbstgemachter Apfelsaft von unseren Apfelbäumen aus dem Strebergarten. Immer lecker. Aber haben wir leider nicht so viel. Also es sind nicht so viele Äpfel, dass der ganze Saft fürs ganze Jahr reicht. Ich glaube, der ist schon dieses Jahr alle. Macht meine Frau immer sehr schön. Und ist echt eine Schweinearbeit. Äpfel holen, Äpfel vierteln, schlechte Sachen wegschneiden. Dann in einen großen Entsafter geben. Heißentsafter, also wir machen das direkt mit Wasserdampf. Oder zieht er das alles raus, abfüllen. Ja, es ist schon eine Arbeit. Das sind wir ja. Lasst uns ein wenig plaudern. Genau, lasst uns mal ein wenig plaudern. Seht euch warm an. So, da muss ich glaube ich noch die Aufgabe machen, ne? Da muss ich echt dahin. Aber ich konnte doch glaube ich mit damit irgendwas hinfliegen. Warte mal. Bringt nur. Ich glaube. Wo war das denn? Ich glaube, das war da. Dass man da hinfliegen konnte. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Wir fliegen nochmal zurück. Ich weiß, es war ein bisschen doof. Aber gucken wir mal, wer online ist. Ach, keiner. So. Dann fliegen wir mal schnell zurück. Ich glaube, hier an der Seite am Steg war doch irgendwo. War das hier? Woanders glaube ich war das nicht. Das kann nur da gewesen sein. Ich glaube, das muss doch hier gewesen sein, oder? Ja, sah ich doch. Kann ich euch helfen? Lebt wohl. Sag ich doch. Und jetzt fliegen wir, glaube ich, damit hin, weil man in den Levelbereich damals noch gar nicht fliegen konnte. Deswegen war es gerade für mich ein bisschen verwirrend, dass man bis dahin laufen muss für eine Aufgabe. Aber wir fliegen ja jetzt schnell dahin. Das ist okay. So. Ja, oh ja. Mit dicker Gun vorne dran. Ah, hier. Muss aufpassen. Eisberg voraus. Nicht, dass hier die Titanic gleich noch irgendwo gegengerumst. So, mal gucken. Na, da ist nicht mehr so weit. So, und dann hätten wir ja fast, glaube ich, hier alles in dem Bereich fertig. Dann könnten wir uns Operationszorn. Oder wir gehen hier hin. Meine Tochter. Ja, das hört sich gut an. Da werden wir als nächstes dann hin zu meiner Tochter die Aufgabe. Die werden wir da auf jeden Fall abgeben. So, Hauptmann möchte das hier. Okay.
Okay. So. Oh, Pinguine, oder? Oh, ein paar Pinguine. Ach komm, wenn wir hier schon mal so fliegen, dann können wir auch davon ein Foto machen. Machen wir hier nochmal so ein Foto. Bisschen Hintergrund. Sehr schön. Na, komm her mit. Du kannst mitkommen. Du kannst auch mitkommen. Machen wir so bis zu dir hier erstmal alle. Die sind irgendwie rachsüchtig und verseucht. Irgendwie sehen die komisch aus. Oder sind einfach nur krank. Kann natürlich auch sein. Die hauen aber ganz schön rein, ne? Was brauchen wir eigentlich hier? Die uralte Rüstung. Ah, die ist bestimmt... ich wollte schon sagen, im Keller. Bestimmt unten im Bug. Zack. So. Haben wir den auch? Ach, das ist ja noch das alte Schiff, ne? Hier runter. Oder hier geht's hoch, hey. Okay, hier runter. Dann geht's da runter. Ah, da ist er. Na komm, dich werden wir nochmal schnell erledigen. Zack. So, da ist er, die gute alte Rüstung eingesammelt. Jetzt müssen wir wieder schnell raus. Ich hab... Uah, Mensch, zu schnell in ein Schiff reiten ist nicht gut. Mounten wir schnell auf. Dann zu den Kollegen zurück. Bring uns zurück. Sehr schön. Und dann fliegt er uns zurück. Und dann können wir die Aufgabe da oben auch noch gleich abgeben. Sehr schön. Dann haben wir wieder einen Teil von der... von dem Land erledigt. Von der Insel wollte ich schon sagen. Ah, ist es ja nicht. Na gut, eigentlich Nordend ist ja eine Insel. Also war ich nicht ganz falsch. Oh, da sind ein paar Pinguine. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da noch eine Folgeaufgabe bekommen. Und dann würde ich sagen, dann starten wir die nächste Woche auch gleich wieder mit einer Instanz. Können wir mal gucken, ob wir Burning Crusade reingehen. Jetzt müssen wir mittlerweile ein paar Level höher sein, dass wir nicht die ganze Zeit in die gleiche Instanz kommen. Das wäre natürlich doof. Ich habe mich dreimal angemeldet, war dreimal in der gleichen Instanz. Das finde ich ein bisschen langweilig. Da dachte ich, dass das ein bisschen mehr variiert. So, dann gib mal Gas hier. So, jetzt kommen wir da gleich an. Dann mounten wir gleich auf. Also müssen wir abmounten und jetzt können wir gleich aufmounten. Und dann fliegen wir gleich wieder hoch. Wir haben auch nur das langsame Fliegen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man mit 60 schon das schnelle Fliegen kaufen kann. Glaube ich nicht. Hier wollen wir hin. So, zack. Aber fliegst du nicht? So, fliegen wir da hoch. Das ist sehr schön. Ja, das ist... Der Aufzug ist auch genial gemacht. Ich weiß gar nicht, habe ich den jemals einmal benutzt? Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. Den habe ich noch nie benutzt. Zack, der geht runter. Geht auch einer hoch gleichzeitig? Ja. Zack. Der hat gar keinen Boden. Der ist kaputt. Das war gerade fast knapp. Da wären wir ja fast gegen den Berg geflogen. So, zwischen den Bäumen durch. Da vorne können wir gleich die Aufgabe abgeben. Bei den netten Kollegen Urfuß. Fehlt euch etwas? So. Urfuß. Ach, von dir können wir auch nochmal ein Foto machen, oder? Ach, wir haben in der Folge schon Fotos genug gemacht. So, aber es gibt keine Folgeaufgabe und wir werden uns in der nächsten Folge eine Instanz widmen und dann werden wir die Aufgabe meine Tochter
in Angriff nehmen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst mir ein Abo da, ein Kommentar, Feedback, einen Daumen nach oben, wie ihr es wollt. Ich würde mich über alles freuen, was ihr mir geben könntet. Das hört sich echt doof an. Ihr wisst, was ich meine. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.